Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie gemeinsam mit Doris Kiefhaber, der Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, sehr herzlich zu unserem heutigen Pressegespräch begrüßen. Mein Name ist Walter Feutl-Blim. Ich bin Geschäftsführer der zweiten initiierenden Fachgesellschaft, der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie. Meine Kollegin, Frau Katharina Ludwin, ist für die technische Abwicklung der Pressekonferenz verantwortlich. Wie Sie sehen, besteht ausgesprochen reges Interesse am Krebsreport und somit auch am heutigen Pressegespräch. Entschuldigung. Das freut uns natürlich, bringt aber auch einige Herausforderungen bei der Beantwortung Ihrer Fragen mit sich. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass Sie während des gesamten Pressegesprächs stumm geschaltet sein werden und nicht im Bild sind. Sie können diese Einstellungen auch nicht selbstständig ändern. Ihre Fragen schreiben Sie bitte in den allgemeinen Chat. Gerne können Sie uns dort auch Ihren Namen und den Adressaten der Frage hinterlassen. Ich werde die Fragen dann an die jeweilige Sprecherin, den jeweiligen Sprecher zur Beantwortung weitergeben. Ich werde jetzt an Doris Kiefhaber das Wort übergeben. Doris Kiefhaber wird die Pressekonferenz für Sie heute moderieren. Doris, bitte. Einen schönen guten Morgen, danke Walter. Ein paar Worte zu den Unterlagen, die wir für Sie vorbereitet haben. Sie finden die Presseunterlagen unter www.krebsreport.at im Pressecorner. Darin befinden sich Fotos der Gesprächspartner, der Pressetext, die Präsentation von heute und als Download der Krebsreport. Sie können den Krebsreport natürlich auch in einer Printversion erhalten. Wenn Sie das möchten, dann bitte ein kurzes E-Mail an office@medmedia.at. Ich darf Ihnen nun Ihre Gesprächspartner vorstellen. Es sind die Initiatoren und Herausgeber vom Österreichischen Krebsreport, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Hilbe, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie und Universitätsprofessor Dr. Paul Sewelder, Präsident der Österreichischen Krebshilfe. Ich darf Ihnen auch unseren wissenschaftlichen Leiter des Österreichischen Krebsreports vorstellen, Professor Dr. Armin Gerger. Ganz besonders freut uns, dass unsere wichtigen strategischen Partner heute mit dabei sind. Die Leiterin des österreichischen nationalen Krebsregisters von der Statistik Austria, Dr. Monika Hartl. Und die Senior Health Expert Planung und Systementwicklung von der Gesundheit Österreich GmbH, Dr. Karin Eglau. Herr Professor Hilbe, ich darf Ihnen jetzt das Wort überteilen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuseher, sehr geehrte Gäste, danke fürs Interesse finden, dabei zu sein, des österreichischen Krebsreports. Es ist die erste Ausgabe und ich darf sagen, gemeinsam mit Professor Paul Sewelder, wie wir diese Idee vor einem Jahr geboren haben. Wir sind sehr stolz, dass es gelungen ist. Es ist sehr viel Arbeit dahinter gesteckt. Sehr viele Proponenten haben hier sehr engagiert sich eingebracht, dass dieser Report entstanden ist. Warum haben wir uns entschlossen, diesen Krebsreport zu machen? Wenn wir uns die Onkologie anschauen, so müssen wir feststellen, Onkologie ist eine extrem komplexe Teamleistung. Viele Experten unterschiedlicher Disziplinen arbeiten sehr eng zusammen, um diese umfassende Betreuung zu vollbringen. Die Qualität der Versorgung ist jedoch nur dann möglich, wenn wir ausreichend Ressourcen und gute Strukturen haben, auf allen Ebenen. Wir brauchen die Experten, wir brauchen die Geräte, wir brauchen das Know-how, wir brauchen den Zugang zur Innovation. Es war wahnsinnig schwierig in der Vergangenheit, dass jede einzelne Gruppierung ein Defizit aufgezeigt hat, einen Fortschritt proklamiert hat. Wir möchten mit diesem Krebsreport es schaffen, dass wir eine gesamthafte Darstellung zusammenbringen, um daraus die Prioritäten für notwendige weitere Entwicklungen leichter konkretisiert darstellen zu können. Wie ist diese Idee zur Umsetzung gelungen? Was waren die Eckpunkte, wie dieser Krebsreport aufgestellt sein soll? Dieser Krebsreport muss objektiv sein. Innovation und versorgungsrelevante Strukturen müssen objektiv präsentiert sein. Dieser Krebsreport muss solide sein, er muss unabhängig sein. Die Informationsgrundlage muss referenzierbar sein, damit mögliche Stakeholder
mit diesem Report auch gut arbeiten können. Wir haben alle relevanten medizinischen Fachgesellschaften, Studiengruppen und strategischen Partner eingeladen, an diesem Report mitzuwirken. Wir werden diesen Report einmal jährlich zum Weltkrebstag präsentieren. Wir werden einmal jährlich ein Leitthema präsentieren, wie das eben heuer auch die Covid-Krise war. Wichtig auch, dieser Report muss unabhängig finanziert sein. Er wird finanziert durch die Krebshilfe und die Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie. Ich darf nun die Hauptproponenten vorstellen. Herausgeber ist, wie gesagt, die beiden Gesellschaften, Chefredaktion, die beiden Präsidenten, ich meine Person und Professor Paul Sewelder. Die wissenschaftliche Leitung hat ganz exzellent Professor Armin Gerger durchgeführt. Das Scientific Board und das Redaktionsteam, unglaubliche Menschen, die Unglaubliches beigetragen haben. Dr. Egler, Dr. Hackl, Gerd Karlhammer, Doris Kiefhaber, Professor Miksche, Professor Sewelder, Walter Feutl, Professor Weltermann, Professor Wöll und viele, viele andere, die hier noch mitgearbeitet haben. Besonderer Dank den strategischen Partnern, wie schon gesagt, der Gesundheit Österreich GmbH und Statistik Austria vertreten auch die zwei hier genannten Personen. Und die 10 Fachgesellschaften, die diesen Krebsreport unterstützen. Und das ist in dieser Form einzigartig in Österreich. Ich darf nun das Wort übergeben an den wissenschaftlichen Leiter, Professor Gerger. Gut, vielen Dank. Das Leitthema des Krebsreport 2021 ist Covid-19 und Krebs da in Österreich in den Jahren 2020 und 2021 die Covid-19-Pandemie einen signifikanten Einfluss auf die Krebsversorgung hatte. Und wir haben versucht, in diesem Krebsreport, sofern Zahlen, Daten und Fakten dafür vorhanden waren, das auch in die entsprechenden Kapitel einzubauen, also hinsichtlich Epidemiologie, Früherkennung und Versorgung von Menschen und Krebs. Wir wissen auch, dass Krebs ein potenzieller Risikofaktor ist für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf. Und es gibt auch österreichische Studien zu internationalen Studien, die das untermauert haben. Was wir auch wissen, ist, dass viele Betroffene natürlich verunsichert sind und die entsprechenden Fachgesellschaften für Hämatologie und medizinische Onkologie nicht nur in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland haben hier sehr rasch reagiert und Empfehlungen zum Management von Patientinnen und Patienten mit Krebs in der Covid-19-Pandemie erarbeitet. Und ein genereller Konsens daraus ist, dass die Covid-19-Schutzimpfung für Patientinnen und Patienten mit Krebs und ihren Angehörigen empfohlen wird. Ich darf nun weiterleiten an die Frau Dr. Hackl von Statistik Austria. Herr Professor Sewelder, darf ich Sie bitten, wir haben diesen Punkt vorgezogen für den Bereich Krebsvorsorge und Früherkennung. Ja, das Kapitel Krebsvorsorge und Früherkennung, hier die entsprechenden Grundlagen, die wir dafür erarbeitet haben für den österreichischen Krebsreport, basieren auf den Empfehlungen der österreichischen Krebshilfe für Früherkennungsmaßnahmen in Abstimmung mit den medizinisch zuständigen Fachgesellschaften. Es gibt auch auf politischer Ebene hier eine Initiative. Es wurde ein nationales Screening-Komitee für Krebserkrankungen unter der Leitung vom Epidemiologen Professor Gartlehner vom Gesundheitsminister gegründet. Und Ziel ist es, die wissenschaftlich evidenzbasierten Früherkennungsmaßnahmen zur Krebsfrüherkennung hier in Österreich auch einzuführen. Ich möchte jetzt in den nächsten 3-4 Minuten Ihnen über die wesentlichsten Brustkrebs-Früherkennungsmaßnahmen, Darmkrebs-Früherkennung, Lungenkrebs-Früherkennung, Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs und Hautkrebs etwas berichten. Die Pandemie war am Anfang, und das konnten wir anhand sehr gut dokumentierter Zahlen beim organisierten Brustkrebs-Früherkennungsprogramm zeigen, ein dramatischer Einbruch in den Früherkennungsuntersuchungen. In der blauen Linie sehen Sie, dass im Jahr 2020 zwischen März und Mai praktisch das Screening zu erliegen gekommen ist bei der Mammographie. Wir haben einen Rückgang in der Größe von etwa 13%, konnte nachher aufgeholt werden, aber natürlich nicht komplett sozusagen nachgetragen werden, und es besteht die Befürchtung, dass das auch in längerer Zeit, in etwa 4 bis 5 Jahren, sich in einer erhöhten Sterblichkeit vielleicht ausdrücken wird können. Ähnliches haben wir bei der Darmkrebs
Früherkennung gesehen. Auch hier haben wir sehr gute Zahlen. Es ist die dritthäufigste Krebserkrankung. Männer und Frauen zusammengerechnet etwa 10% aller Krebsneuerkrankungen. Derzeit gibt es in Österreich noch kein organisiertes Screening, anders wie bei Brustkrebs, wo wir das seit 2014 ja haben. Aber ich darf hier auch sagen oder in Aussicht stellen, dass daran politisch gearbeitet wird und auch in diesem Screening-Komitee schon die Vorplanungsarbeiten für ein organisiertes Dickdarmkrebs-Früherkennungsprogramm sehr weit gediehen sind. Auch hier haben wir einen dramatischen Rückgang der Früherkennungsuntersuchungen um etwa 15% gesehen. Und auch dort steht natürlich im Raum, dass das eine Folge haben könnte auf die Sterblichkeit betreffend Dickdarmkrebs. Und die häufige Krebserkrankung Lungenkrebs, die derzeit ja in der Früherkennung noch nicht so breit diskutiert wird. Es ist die zweithäufigste Krebserkrankung, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und wenn man es zusammennimmt, die häufigste Krebserkrankung mit 12% aller Neuerkrankungen. Das Problem beim Lungenkarzinom ist, dass es in aller Regel spät entdeckt wird und dann auch eine sehr hohe Sterblichkeit hat. Es ist die Krebserkrankung mit der höchsten Todesursache. Und es gibt aber im Bereich der Wissenschaft neue Erkenntnisse durch eine Früherkennungsmaßnahme, durch die Computertomographie, Low-Dose-Computertomographie für die Hochrisikopopulation. Und das sind jene Menschen, die mehr als 30 Pack-Years, das sind die zum Beispiel ein Packerl Zigaretten pro Tag 30 Jahre lang oder zwei Packerl pro Tag 15 Jahre lang geraucht haben, dass hier eine Reduktion der Mortalität auch stattfinden kann. Es wird Bemühungen geben, hier auch in diese Richtung aktiv zu werden. Soweit der Bereich der Krebsvorsorge und Früherkennung. Und ich darf nun an Frau Dr. Karin Egler oder wenn die Verbindung zur Frau Dr. Hackl schon wieder funktioniert, an die weitergeben. Frage an die Regie. Konnte man das Mikrofonproblem lösen? Nein, konnte man nicht. Die Frau Dr. Hackl hat mir gesagt, dass sie nicht hörbar ist. Das heißt, ich würde vorschlagen, mit der Frau Dr. Egler bitte fortzufahren. Wunderbar, dann darf ich jetzt die Frau Dr. Egler bitten. Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen gerne etwas über die Versorgung für Krebspatientinnen und Patienten erzählen. Das Kapitel ist ein sehr umfangreiches. Es beginnt mit Behandlungsstandards und Leitlinien. Es gibt einen Beitrag zum Flächenversorgungsmodell und Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Onkologie am Beispiel des Tumorzentrums Oberösterreich vom Herrn Dozent Weltermann. Dann wird kurz über relevante Therapiefortschritte, unter anderem beim Magenkarzinom, beim Lungenkarzinom berichtet. Und die palliative Versorgung darf natürlich nicht fehlen und auch die psychoonkologische Versorgung, die dann nachher noch der Herr Professor Sewelda bei seiner Sicht bei seiner Patientensicht noch einmal kurz vorstellen wird. Ich möchte Ihnen einen ganz kurzen Abriss über die nationalen Versorgungsstrukturen und Rahmenplanungen der Onkologie geben. Mein Vortrag gliedert sich in allgemeine Grundsätze, ein kurzer Überblick über die onkologische Versorgung und Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, dann erstmalig zu Hause einzunehmende medikamentöse Tumortherapien, die wir darstellen konnten, dann ausgewählte onkologische Therapiebereiche und abschließen möchte ich bei den onkologischen Therapien bei älteren Patientinnen und Patienten. Die onkologische Versorgung, die Grundsätze sind im österreichischen Strukturplan Gesundheit, dem zentralen Planungsinstrument in Österreich festgelegt. Die Planung umfasst alle Einrichtungen und personellen Ressourcen, die in der gesamten Behandlungskette für die onkologische Versorgung und Betreuung notwendig ist. Das beginnt bei der Früherkennung,
geht über Diagnostik und Therapie bis zur nachsorgenden Betreuung. Wir haben im ÖSG auch ein Kapitel zur Palliativversorgung. Das heißt, es ist die gesamte Behandlungskette abgebildet. Das Versorgungsmodell umfasst unterschiedliche Versorgungsstufen. Einerseits das onkologische Zentrum als großes Zentrum, das alle Krebserkrankungen, auch die, die sehr selten sind oder sehr komplex sind, behandelt und auch Forschung und Lehre in den Mittelpunkt stellt, onkologische Schwerpunkte an Schwerpunktkrankenanstalten und assoziierte onkologische Versorgung für die wohnortnahe Betreuung von Patientinnen und Patienten. Aber auch die extramurale Versorgung, auf die ich dann nachher noch kurz zu sprechen kommen werde. Der andere Teil des Versorgungsmodells sind die Module. Die Module, die die spezifischen hochspezialisierten Bereiche wie zum Beispiel Neuroonkologie, Kinder- und Jugendonkologie, Stammzelltransplantation und Ähnliches umfassen. Ein ganz zentraler Punkt in der Qualitätssicherung der onkologischen Versorgung sind die interdisziplinären Tumorboards. Die sind, wie schon der Name sagt, interdisziplinär besetzt und die beraten gemeinsam unterschiedliche Disziplinen, wie zum Beispiel das entsprechende Organfach, die Hämato-Onkologie, Pathologie, die Pharmazeutik, die Behandlungsempfehlungen für individuelle Patienten. Und jeder Mensch mit einer Erstdiagnose Krebs sollte gemäß ÖSG einem Tumorboard vorgestellt werden. Kommen wir zu einem Überblick über die onkologische Versorgung und auch ein bisschen ein Blick auf die Covid-19-Pandemie, die ja den Schwerpunkt unseres Krebsreports bildet. Sie sehen auf der linken Grafik die Anzahl der Patientinnen in den drei Haupttherapiebereichen der medikamentösen Tumortherapie mit Operationen oder Bestrahlungen. Und das, was man hier sehr gut sieht, ist, dass sich auch während der Pandemie bei der medikamentösen Tumortherapie und bei der Bestrahlungstherapie nicht kein Einbruch sichtbar ist. Lediglich die Operationen sind ganz wenig zurückgegangen. Das sieht man dann auch, wir sind noch immer auf der linken Grafik, aber auf dem zweiten Teil der Grafik, die das Ganze indexiert darstellt. Das heißt, das Jahr 2017 wurde als 100% gewählt und man sieht hier schön die Veränderungen. Das heißt, sowohl bei der medikamentösen Tumortherapie als auch bei den Bestrahlungen sieht man eine deutliche Steigerung und lediglich bei den Operationen sieht man einen sehr geringen Rückgang. Auf der rechten Seite sind die Aufenthalte mit Brustkrebsoperationen dargestellt und da möchte ich ein wenig zurückkommen auf das, was Professor Sewelder Ihnen gezeigt hat, nämlich den dramatischen Rückgang der Mammographien im März und im April. Und hier sehen Sie die Auswirkungen der Mammographien dann auf diese Brustkrebsoperationen mit einer Verzögerung von 1 bis 2 Monaten. Nämlich im Mai und im Juni 2020 sieht man hier eine deutliche Reduktion der Operationen. Das heißt, wenn ich keine Mammographien mache und die Tumore nicht finde, dann kann ich sie natürlich auch nicht operieren. Die nächste Folie zeigt die Entwicklung der Verordnungszahl von onkologischen Pharmazeutikern für zu Hause einzunehmende oder zu verabreichende medikamentöse Tumortherapien. Und hier gilt unser besonderer Dank der österreichischen Gesundheitskasse, die uns diese Daten zur Verfügung gestellt hat. Sie sehen auf der rechten Seite die Absolutzahlen dieser Entwicklung zwischen den Jahren 2010 und 2020. Die häufigste Art der Therapien war die endokrine Therapie, das sind Hormontherapien, sowie der graue Bereich, die Zytostatika. Auf der linken Seite sehen Sie wieder die Indexierung, wobei das Jahr 2010 als 100% angenommen wurde. Und hier sehen Sie die dynamische Entwicklung, vor allem bei den modernen Tumortherapien, bei den Small Molecules und
bei den anderen Medikamenten und vor allem auch bei den Antikörpern. Das heißt, man sieht hier sehr gut die Entwicklung der modernen Krebsmedizin auch im niedergelassenen Bereich. Die nächste Folie bitte. Ein Blick auf ausgewählte onkologische Therapiebereiche. Auf der linken Seite sehen Sie die medizinische Tumortherapie und hier die drei großen Bereiche der medizinischen Tumortherapie und deren Entwicklung, wobei es wieder indexiert ist, 2017 auf 100% gestellt. Und Sie sehen die dynamische Entwicklung der modernen Therapie, der monoklonalen Antikörper stark ansteigend, auch im Jahr 2020. Die Chemotherapien und die sonstigen Therapien ebenfalls bis 2019 angestiegen und dann 2020 ein zarter Rückgang, aber immer noch über dem Ausgangsjahr 2017. Auf der rechten Seite die Bereiche der Strahlentherapie dargestellt. Auch hier wieder die Anzahl der Krebspatientinnen, die so behandelt wurden. Und auch hier zeigt sich, dass die modernen Therapien wie die intensitätsmodulierte Linearbeschleunigerbehandlung beziehungsweise die stereotaktische Strahlentherapie, das ist die gelbe und die hellblaue Linie, eine dynamische Entwicklung erfahren, wobei hier auch die Pandemie keine Auswirkung auf diese Steigerung dieser Therapien hatte. Einen Rückgang sehen Sie bei der intraoperativen Radiotherapie am Linearbeschleuniger, die natürlich Hand in Hand geht mit der insgesamten Reduktion der Operationen. Ja, und zuletzt möchte ich noch einen Blick auf die onkologische Therapie bei älteren Patientinnen und Patienten werfen. Sie sehen hier die unterschiedlichen Haupttherapiebereiche, Bestrahlung, Operation und medikamentöse Therapien und zwei Balken jeweils bei den unterschiedlichen Jahren. Blau ist der Balken bei Menschen unter 75 Jahren und rot bei 75 Jahren und älter. Das ist ebenfalls eine indexierte Darstellung, wobei das Jahr 2017 wiederum auf 100% gesetzt ist. Das, was wir sehen, ist ein starker Anstieg der Patientenzahlen von den Jahren 2017 bis 2020, vor allem in der Altersgruppe größer gleich 75 Jahre. Und der Rückgang, den man bei den Operationen sieht, geringer Rückgang, aber doch, auch hier ist der Rückgang in der Altersgruppe über 75 Jahre deutlich geringer. Ich glaube, das zeigt sehr schön, erstens einmal, dass ältere Menschen größer 75 Jahren stärker von Krebs betroffen sind, aber dass auch die Behandlung von älteren Patienten in Österreich wunderbar funktioniert. Ja, soweit meine Ausführungen zum Kapitel Versorgung und ich darf an den Armin Gerger weitergeben für einen Ausblick zur Krebsforschung. Dankeschön. Wir bilden im österreichischen Krebsreport auch die Forschung als sozusagen Innovationstreiber ab und bilden hier in dem Kapitel Forschung eine Zusammenfassung von klinischen Studien ab in Österreich. Wir stellen auch exzellente österreichische Studiengruppen dar. Wir zeigen im Krebsreport auch Innovation an einem ganz bestimmten Beispiel eines tumoragnostischen Arzneimittels, das Ende 2019 erstmals zugelassen wurde. Und wir haben auch eine sehr umfassende Web of Science Analyse durchgeführt, indem wir zeigen wollen, wie sehr österreichische Krebsforscherinnen und Krebsforscher zur wissenschaftlichen internationalen Community hier beitragen. Die Hämato-Onkologie ist ein sehr dynamisches Fach. Und wenn man sich hier die Neuzulassungen anschaut von Krebsmedikamenten, so sieht man, dass seit 1995 sind insgesamt 145 neue Krebsmedikamente von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen worden. Und man sieht auch in den letzten Jahren noch einmal einen deutlichen steilen Anstieg. Ein Beispiel hier, dass im Jahr 2020 zum Beispiel von diesen 145 waren 21, die im Jahr 2020 zugelassen wurden. Auch
auch Österreich trägt zu dieser Innovation bei und im Sinne von klinischen Studien, und das werden von Phase 1 bis Anwendungsbeobachtungen klinische Studien in Österreich durchgeführt. Man sieht hier in den letzten Jahren eigentlich einen sehr konstanten Verlauf. Wenn man das Jahr 2019 betrachtet, so kann man hier sehen, dass zum Beispiel die Hälfte der klinischen Studien, die in Österreich durchgeführt werden, auf die Hämato-Onkologie fällt. Ein Beispiel, das wir zeigen im Krebsreport, ist Innovation anhand eines tumoragnostischen Arzneimittels. Und das ist sehr interessant, weil tumoragnostisch heißt, sozusagen unabhängig der Tumorentitäten. Das war die erste Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde, die so ein tumoragnostisches Medikament zugelassen hat, nämlich unabhängig der Tumorentität, also es kommt nicht darauf an, ob das ein Darmkrebs, ein Lungenkrebs, ein Brustkrebs ist, sondern die Zulassung ist basierend auf einer ganz bestimmten molekulargenetischen Veränderung, weil man zeigen hat können in klinischen Studien, dass wenn diese molekulare Veränderung vorhanden ist, unabhängig der Tumorentität, dieses Arzneimittel eine sehr hohe Wirksamkeit hat. Ich möchte abschließend zum Kapitel Forschung noch kurz zeigen, den wissenschaftlichen Output, den österreichische Krebsforscherinnen und Krebsforscher erreichen. Wir haben eben diese Web of Science Analyse durchgeführt und hier zeigen können, dass österreichische Krebsforscherinnen und Forscher in fachspezifischen Journalen wissenschaftlich publizieren und insgesamt im Jahr 2020 913 wissenschaftliche Arbeiten publiziert haben in fachspezifischen onkologischen Journalen. Aber nicht nur das, sondern österreichische Krebsforscherinnen und Krebsforscher haben auch in nicht fachspezifisch onkologischen Fächern, aber assoziierten Fächern wie zum Beispiel der Zellbiologie, der Molekularbiologie, der Pharmakologie und so weiter publiziert mit über 600 Arbeiten in diesen Bereichen. Und somit darf ich an den Herrn Professor Sewelder weitergeben. Wir haben eben ein Zeichen aus der Regie bekommen, dass das Tonproblem bei Frau Dr. Hackl scheint geklärt zu sein, wenn alle einverstanden sind. Und vielleicht machen wir einen kurzen Test. Frau Dr. Hackl, können Sie uns hören und können wir Sie hören? Also ich höre Sie und ich hoffe, Sie können mich auch hören. Sehr gut, dann gehe ich kurz zurück. Frau Dr. Monika Hackl, Leitung des österreichischen Nationalen Krebsregisters und von der Statistik Austria. Vielen Dank, Doris. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen das Kapitel zur Epidemiologie von Krebserkrankungen im österreichischen Krebsreport vorstellen zu dürfen. Doch was ist Epidemiologie und worum geht es in dem Kapitel? Es ist ein Wissenschaftszweig, der sich vor allem mit der Häufigkeit und der Verteilung von Krankheiten in der Bevölkerung befasst. Aber mittlerweile ist Epidemiologie ohnehin allen ein Begriff. Im Krebsreport finden Sie im Kapitel Epidemiologie den Hintergrund der Krebsregistrierung in Österreich. Die Wurzeln des österreichischen Krebsregisters reichen zurück bis ins Jahr 1957. Damals hat man bereits versucht, die Krebsregistrierung aus den Spitälern auf bundesweite Ebene zu führen. Zuvor waren in einem Großteil der Wiener Spitäler und in einigen Kliniken der Landeshauptstädte statistische Erhebungen, die zum Teil freiwillig bzw. zum Teil auch bezahlt wurden. Die Krebsmeldungen auf Papier sind mittlerweile übergeführt in eine strukturierte elektronische Datenlieferung. Und diesen Bogen spannen wir im Kapitel Epidemiologie. Dort finden Sie Informationen zur Organisation, zur Zusammenarbeit zwischen den Krankenanstalten, den regionalen und den klinischen Tumorregistern und Statistik Austria und auch zur Einbindung des österreichischen Nationalen Krebsregisters in das europäische Netzwerk der Krebsregister und die Anbindung an die Internationale Krebsforschungsgesellschaft in Lyon. Darüber hinaus präsentieren wir natürlich in diesem Kapitel die wichtigsten epidemiologischen Kennzahlen aus dem Bereich der Krebsstatistik. Und ich möchte Ihnen hier bereits einen Einblick geben und drei Grafiken aus dem Krebsreport zeigen. Auf dieser Abbildung sehen Sie die Inzidenz, das heißt die Anzahl der Neuerkrankungen in einem Kalenderjahr, gegliedert nach Geschlecht und nach Tumorlokalisation. Wie Sie dieser Abbildung entnehmen können, machen Prostata, Lungen, Dickdarm bzw. Darmkrebs bei Männern und Brustkrebs, Lungenkrebs und Darmkrebs bei Frauen
die Hälfte des Tumorgeschehens in Österreich aus. Das Zweite, was Sie hier sehr eindrucksvoll in dieser Darstellung sehen, entschuldige nochmal zurück auf die erste Grafik, danke. Die selteneren Tumore, die hier in Grau dargestellt sind, sind zwar alle für sich selten oder seltener, machen aber zusammen 20-25% des Tumorgeschehens aus. Und das ist besonders im Hinblick auf Diagnosestellung und auch auf Behandlung wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass diese Tumorerkrankungen, die zum Teil nur einige wenige Menschen betreffen, dann in der Summe doch eine sehr große Menge an Menschen betreffen. Und was da besonders wichtig ist, dass diese Gruppe dadurch sehr heterogen ist. Nächste Folie bitte. Dankeschön. Neben der Inzidenz, also eben der Zahl der Neuerkrankungen, ist auch die Überlebenswahrscheinlichkeit eine der wichtigsten Kennzahlen der Krebsstatistik. Sie sehen hier den Vergleich von drei Zeitperioden, den häufigsten Tumorerkrankungen und zwar getrennt nach dem Tumorstadium bei Diagnose. Was man hier sehr eindrucksvoll sieht, ist zum einen der Zugewinn an Lebenszeit bei Lungenkrebs und zum anderen der Unterschied zwischen den Tumoren, die bei Diagnosestellung keine Metastasen aufwiesen und den Tumoren, die bei Diagnosestellung bereits Fernmetastasen abgesiedelt hatten. Und auf der letzten Abbildung zeige ich Ihnen, also auf der letzten Abbildung, die ich Ihnen heute zeige, sehen Sie den Einfluss des Alters auf das Risiko einer Krebserkrankung. Das Alter ist einer der wichtigsten Risikofaktoren. Und wie sich das auswirkt auf verschiedene Tumorerkrankungen, sehen Sie im österreichischen Krebsreport. Dort und auch auf den Webseiten von Statistik Austria finden Sie weitere Informationen rund um die Epidemiologie von Krebserkrankungen. Und damit gebe ich weiter zum nächsten Referenten. Dankeschön. Jawohl. Herr Professor Sivelda, bitte. Ja, wir haben jetzt auch sehr viele Zahlen gehört von der Wissenschaft, Forschung. Aber natürlich im Mittelpunkt all dieser Aktivitäten steht natürlich die betroffene Patientin, der betroffene Patient. Und es ist natürlich die Krebsdiagnose für sich gesehen schon immer verbunden mit Sorge, Angst, Verzweiflung, das Gefühl, eine tödliche Erkrankung in sich zu tragen. Es geht aber nicht nur um die einzelne Person, sondern es geht um die Familie, um das soziale Umfeld. Es sind Sorge und Ängste im Mittelpunkt über den Arbeitsplatz, finanzielle Sorgen. Und von Seiten der österreichischen Krebshilfe ist das schon seit unseren 112 Jahren, die wir da als Organisation schon existieren, das ein zentrales Anliegen gewesen, auch in vor allem in Ergänzung um das, wie ich glaube, sagen zu dürfen, hervorragende medizinische Versorgungspotenzial, das wir in Österreich haben und wo wir in allen Rankings eigentlich immer sehr weit vorne oder auch an der Spitze stehen, hier diesen zusätzlichen Problembereichen uns zu widmen in unseren Beratungsstellen mit den mehr als 100 Beraterinnen, die wir im Rahmen der Organisation haben, wo wir Projekte wie Mama, Papa hat Krebs oder auch die Berufsberatung für krebskranke Rückkehr in ihren Berufsleben, aber bis hin zur Trauerbegleitung tätig sind, nicht zuletzt auch die finanzielle Soforthilfe. Und diese Dinge wurden im Rahmen der Pandemie mit Covid dramatisch potenziert und eigentlich noch mehr belastet für die Betroffenen in der Diagnose Krebs. Die Angst, einerseits infiziert zu werden, die Scheu, Kontakte aufzunehmen, am Anfang besonders groß, die Angst, an Covid zu erkranken, und man hat ja immer gehört, man ist Risikokollektiv auch, und natürlich auch die Sorge, dass man, wenn man mit Covid infiziert wird, dann auch einen schweren Verlauf hat oder auch an dieser Infektion versterben kann. Daraus hat sich eine doch sehr stark bemerkbare Isolierung oft gezeigt, die Sorge, dass man angesteckt wird, hat dazu geführt, dass Krebskranke oder auch
Patienten mit Symptomen die Ambulanz oder den Arzt nicht aufgesucht haben. Auf der anderen Seite war es auch die Problematik, dass man sehr am Anfang vor allem verunsichert war, Fragen wie Impfung, darf ich mich impfen lassen, soll ich mich impfen lassen, ist die Impfung gefährlich, nicht. Wir haben gemeinsam damals schon mit der ÖGHO etwas mehr als ein Jahr, bevor die ersten Impfstoffe zugelassen werden konnten, schon eine Informationsinitiative auch gestartet. Das, was man abschließend schon sagen kann, ist, dass die Pandemie vor allem die Krebskranken in eine besonders schwierige Situation gebracht haben. Und wir haben das gemerkt im Rahmen der österreichischen Krebshilfe. Wir hatten einen 30-prozentigen Zuwachs an der notwendigen Beratung, aber auch an der finanziellen Soforthilfe. Denn auch eine Krebsdiagnose bringt viele, viele Menschen in dem so reichen Österreich an den Rand des finanziellen Ruins. Und wir haben das sehr stark gemerkt von Seiten der österreichischen Krebshilfe. Und daher ist das eines unserer nächsten Projekte, dass wir das hier auch, dieses Betreuungsangebot auch weiterhin am Leben erhalten können. Wir sind spendenfinanziert und wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft auch diese Hilfe und Unterstützung werden leisten können. Damit darf ich weitergeben an den Professor Hilbe. Wir haben nur ganz kurz noch zwei Worte zur Kommunikation. Wir würden uns natürlich wünschen, dass der österreichische Krebsreport einer breiten Bevölkerung auch bekannt gemacht wird. Und wir hoffen und appellieren an Sie, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, dass Sie uns helfen in dieser Kommunikation. Wir haben, da es ein langfristiges Projekt ist und der Krebsreport jedes Jahr erscheinen wird, auch ein eigenes Logo erstellt. Parallel mit der heutigen Pressekonferenz startet auch eine breite Information auf allen Kanälen von Social Media unter Krebsreport Österreich. Es gibt, wie gesagt, anfangs schon die Plattform krebsreport.at, die auch alle Presseunterlagen beinhaltet. Noch einmal die Erinnerung, wenn Sie eine Printversion haben möchten, bitte ein kurzes Mail an office@medmedia.at. Dankeschön und ich darf jetzt den Initiator und Herausgeber, Herrn Professor Hilbe, um sein Resümee bitten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, das war eine ganz spannende Reise, die wir Ihnen zeigen konnten, was in der Krebsmedizin, in der onkologischen Versorgung in Österreich alles passiert. Was ist dieser österreichische Krebsreport? Es ist erstmals eine umfassende Gesamtschau über Krebs in Österreich. Erstmals konnten alle wesentlichen Institutionen und Expertinnen ihre Expertise einbringen. Wir wollen Zahlen, Daten, Fakten zeigen. Wir haben diese zusammengeführt. Sie bieten eine sehr gute Grundlage für eine Diskussion dar. Was haben Sie erlebt in diesen Daten und Fakten? Wir haben in Österreich eine sehr hohe Qualität der Versorgung. Ja, wir haben es in Österreich geschafft, trotz der Pandemiekrise die Versorgung der Krebspatienten weitgehend aufrechtzuerhalten. Wir haben auch zeigen können, dass dass Früherkennung wirkt, dass Früherkennung extrem wichtig ist und dass wir das leisten müssen. Wir haben in Österreich einen sehr guten Zugang zu Innovation, weil unsere Forscher sehr aktiv sind. Damit liegt heute ein wissenschaftlich fundierter, objektiver Überblick zur Verfügung über Epidemiologie, Früherkennung, Forschung. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen damit erreichen, dass die hohe Qualität der onkologischen Versorgung erhalten bleibt. Wir wollen damit erreichen, dass diese Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Wir wollen damit erreichen, dass durch gute Information eine strukturierte Entwicklung dieses Faches, dieser Entwicklung, dieser Fachgruppen entstehen kann. Damit darf ich diesen Report der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen als sachlich fundiertes, unabhängiges Medium. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke für Ihr Interesse. Danke allen Mitwirkenden, die dieses
Werk möglich gemacht haben. Wir stehen Ihnen nun als für Fragen zur Verfügung und darf weiter an die Moderatorin übergeben. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Hilbe. Ich frage jetzt meinen Kollegen, lieber Walter Feutl, habt ihr Fragen im Chat bekommen? Möchtest du zu den Fragen, zu der Möglichkeit, Fragen zu stellen, noch was sagen? Nein, es gibt noch keine Frage. Ich bitte Sie aber jetzt, ich lade Sie gerne ein, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Ich sehe auch die ersten Fragen kommen schon. Die erste Frage richtet sich an die Frau Dr. Hackl. Werden im Krebsreport auch beruflich bedingte Krebserkrankungen ausgewiesen? Wie schaut die Wahrnehmung bei der Epidemiologie bestimmten Typen berufliche Krebserkrankungen, zum Beispiel Pleura, Mesothelium, Adenokarzinom etc. aus? Die Frage kommt von Dr. Erich Pospischil, Arbeitsmediziner. Frau Dr. Hackl, wir hören Sie wieder nicht. Okay. Jetzt hören wir Sie gut. Okay. Gut, danke für die Frage. Daten zu beruflichen Informationen werden im österreichischen Krebsregister nicht erfasst. Das hat damit zu tun, dass eben Krebs eine Erkrankung des Alters ist, die Menschen damit ihr Berufsleben zum Teil schon hinter sich haben, vielleicht vielfältige Berufe ausgeübt haben. Das würde über eine routinemäßige Dokumentation hinausschießen. Man kann das in Form von Studien analysieren, man kann ja das Mesothelium in Form einer genaueren Studie anschauen und auswerten. Bezüglich der berufsbedingten Krebserkrankungen hängt es auch mit dem Anerkennungsverfahren zusammen, wo es Daten von der AUVA dazu gibt. Also Kombination Krebsregister, AUVA und Studien würden eine gute Grundlage bieten, um berufliche Risiken abschätzen zu können. Danke. Danke, Frau Dr. Hackl. Ich darf die nächste Frage vortragen. Sandra Stand-Hartinger vom Fachmedium Krebshilfe schreibt: Chapeau für diese einzigartige Zusammenschau und die erstmals präsentierten Daten. Eine Anmerkung: Mit dieser Initiative ist die Onkologie Vorreiter, in Klammern nicht zum ersten Mal. Konnten die Experten infolge der Erarbeitung Prioritäten ableiten? Professor Gerger, darf ich vielleicht diese Frage an Sie weiterleiten? Also vielen Dank. Die Idee des Krebsreports war eben mal sozusagen generell einen sehr umfassenden Blick, Zahlen, Daten, Fakten, wir haben das erwähnt, zu generieren in Österreich, weil das bisher sozusagen in diesem Umfang, auch was jetzt sämtliche Themen betrifft, wie Früherkennung, die Versorgung und so weiter, erstmals zusammenfassend darstellen. Und genau sozusagen aus diesem Grund wurde das gemacht, um auch sozusagen zu sehen, wo besteht ein bisschen Bedarf sozusagen nachzuholen, wo besteht ein Bedarf, dass man den Fokus drauf lenkt. Und ich glaube sozusagen, wir haben das zum Beispiel sehr gut zeigen können im Sinne der Früherkennung, dass hier die Covid-19-Pandemie einen Einfluss hatte. Wir sehen das, dass das Screening zurückgegangen ist und wir sehen sehr schön sozusagen, dass die Operationen anschließend auch deutlich zurückgegangen sind. Und ich glaube sozusagen, genau dafür ist es notwendig, Krebsreport unter anderem zu machen, um den Fokus auf sowas zu lenken und entsprechend dann sozusagen reagieren zu können. Dankeschön, Professor Gerger. Vielleicht möchte einer der anderen Expertinnen und Experten zu diesem Thema auch noch etwas sagen. Professor Hilbe oder Professor Sewelder, je nachdem, ob Sie die Erfahrung gemacht haben, dass man daraus Prioritäten ableiten kann für die Zukunft. Also ich möchte schon was daraus sagen. Dieser Krebsreport zeigt ganz eindeutig, dass die multidisziplinäre, interdisziplinäre Kommunikation ganz entscheidend ist, um die Qualität der Versorgung in Österreich zu garantieren. Wir haben bereits von Frau Dr. Eglau gehört, wie wichtig die Rolle der Tumorboards ist. In dieser Situation müssen wir sagen, dass Kommunikation der entscheidende Weg ist. Kommunikation muss einfacher werden. Wir reden heute über
digitale Möglichkeiten, wir reden halt über digitale Netzwerkstrukturen. Und das ist sicher ein Learning daraus, dass man sagt, nur gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam werden wir das leisten können. Ich möchte vielleicht auch noch dazu ergänzend sagen, für mich war in diesem Krebsreport auch einiges Neues dabei. Ich war eigentlich sehr positiv überrascht über den enormen wissenschaftlichen Output, der von den österreichischen Forscherinnen und Forschern zu diesem Thema geleistet wird, international auch viel beachtet, auch zu den hoch anerkannten und hochaktiven Forschungsgruppen. Und wenn man sich auch anschaut, die Innovation in den Medikamenten und die Möglichkeit, diese Medikamente in Österreich auch einzusetzen, glaube ich, ist es auch wichtig, der Bevölkerung und den Menschen in unserem Land zu signalisieren, mit welch hoher Qualität und guter Unterstützung des solidarischen Gesundheitssystems wir wirklich moderne Therapien anbieten können. Und wir als Wiener und Österreicher neigen ja immer dazu, ein bisschen zu motschkern. Und da sind wir wirklich sehr weit vorne. Und ich finde, das ist auch eine ganz wesentliche Information, allen zu sagen, wie gut es uns eigentlich geht in Österreich in der Behandlung der Krebserkrankungen. Vielleicht, Frau Dr. Egler, wollen Sie zu dieser Frage auch noch kurz Stellung nehmen? Es gibt auch eine Anschlussfrage an Sie dann, Frau Dr. Egler, aber vielleicht wollen Sie zu Beginn vielleicht auch zu diesem Thema eine Antwort geben. Ja, danke. Für mich hat sich gezeigt, dass die Früherkennung ein besonders wichtiger Faktor ist in der Krebsversorgung. Und der Herr Professor Gerger hat schon anklingen lassen, die Zahlen der Mammografien, aber auch der Koloskopien, die am Beginn der Pandemie im ersten Lockdown drastisch zurückgegangen sind, die haben zu Auswirkungen geführt und die wir, also ich zumindest, habe das nicht so erwartet. Also diese Auswirkungen, die waren für mich schon dramatisch und das zeigt schon, dass wir gerade in der Krebstherapie Priorität setzen müssen, dass die Regelversorgung auch während der Pandemie oder während künftigen Epidemien aufrechterhalten werden muss und nicht nur die Versorgung von schon Krebs mit Krebs, also von Krebserkrankten, sondern auch die Vorsorgemaßnahmen sollten und müssen künftig weiter fortgeführt werden. Das war also für mich einer der Prioritäten, die man hier sehr schön ableiten konnte, auch aus den Daten. Da möchte ich noch ergänzen. Das trifft es sehr gut und ich glaube, Früherkennung findet weniger im Zentrum statt. Früherkennung findet im niedergelassenen Bereich statt. Und wir sehen also, wie wichtig diese Zusammenarbeit der niedergelassenen Medizin mit den spezialisierten Bereichen in den Krebszentren ist. Und das unterstreicht noch einmal, dass wir, wenn wir in der Zukunft fit sein wollen, wenn das niederschwellig funktionieren soll, letztlich Kommunikation, niederschwellige Verbindung zu den Zentren, ganz entscheidende Faktoren für den Erfolg sind. Was man vielleicht auch sieht, was auch schön gezeigt worden ist, dass letztlich Früherkennung hilft und wir in der zweitgrößten Tumorentität im Lungenkarzinom trotz eigentlich sehr überzeugender Daten der letzten Jahre in diesem Bereich noch kein routinemäßiges Screening in Österreich haben. Das hat verschiedenste Gründe. Die Experten haben dafür Für- und Widerargumente. Das kann man alles nachvollziehen. Trotzdem muss man sagen, Früherkennung hilft, Früherkennung kann Leben retten. Danke, Professor Hilbe. Es gibt eine Frage von Alexander Greiner. Er ist Krebsaktivist und Redakteur beim Kurvenkratzer Magazin an die Frau Dr. Egler. Vielen herzlichen Dank für die anschauliche Aufbereitung des Krebsgeschehens in Österreich. Eine Frage an Frau Dr. Egler. Ist die Steigerung bei medikamentösen Therapien und Bestrahlungen positiv zu bewerten oder schlicht damit zu begründen, dass diese Behandlungen statt Operationen gewählt wurden? Haben betroffene Patientinnen mit der anderen Therapiewahl bessere oder schlechtere Überlebenschancen? Das kann man aus den Daten, also danke mal für die Frage, das ist eine sehr interessante Frage.
Das kann man aus den Daten natürlich nicht herauslesen. Therapiewahl ist immer auch eine individuelle und durch Tumorboards gemeinsam festgelegte Entscheidung. Tatsache ist, dass die medikamentösen Tumortherapien und auch die Bestrahlungstherapien primär im spitalsambulanten Bereich stattfinden, beziehungsweise im tagesklinischen Setting. Das heißt, die Patienten kommen in der Früh, erhalten ihre Therapie und gehen danach wieder. Das sind keine stationären Therapien oder sehr oftmals keine stationären Therapien im eigentlichen Sinn. Wohingegen Krebsoperationen in der Regel komplexe Operationen sind und mit einem mehrtägigen stationären Aufenthalt einhergehen. Viele dieser Krebsoperationen brauchen, abgesehen von einem Operationssaal und einem Bett, oft auch einmal eine intensivmedizinische Überwachung postoperativ. Und gerade während des Endes vom Jahr 2020, Beginn der zweiten Welle, wurden Fälle, die mit einer regelhaften Intensivversorgung einhergehen, reduziert. Ich denke, das ist dem geschuldet und ich glaube, dass grundsätzlich die medikamentösen Tumortherapien und auch die Bestrahlungen insgesamt im Steigen begriffen sind und das schon seit vielen Jahren. Also diesen steigenden Trend kann man schon seit vielen Jahren nachvollziehen. Also ich möchte dazu was sagen. Die Frage ist absolut berechtigt. Jedes Verfahren und eine zusätzliche Applikation dieser Verfahren muss sich natürlich daran messen können, dass die Patienten davon einen Nutzen haben. Dieser Nutzen kann hart betrachtet das verlängerte Überleben sein, das wir auch belegen können. Wir erleben aber in der medikamentösen Therapie auch einen zweiten Nutzen, indem heute zum Teil toxische Therapien in den Hintergrund treten, weniger toxische Dosis gegeben werden kann, so können wir heute zielgerichtete Behandlungen geben, die besser vertragen werden, die ambulant gegeben werden können. Und was sicher auch sehr elegant ist, dass diese Therapien als orale Tablettenform zu Hause eingenommen werden können und die Patienten in dem Sinn eine höhere Lebensqualität haben. Es ist nicht nur das Überleben, wir sehen, das Überleben wird länger. Dieser Effekt ist da, aber an dem müssen sich die Medikamente und die Verfahren messen. Das Zweite ist auf alle Fälle auch, die Therapie wird weniger toxisch, weniger giftig, besser verträglich und ist mit einer besseren Lebensqualität vereinbar. Das ist ein zweites wichtiges Ziel, das in der Onkologie stattgefunden hat. Das bewirkt aber auch andere Regeln der Versorgung. Wenn wir Patienten haben, die ambulant geführt werden, wenn wir Patienten haben, die eine orale Therapie haben, ist das Management anders, als wenn ich heute das immer stationär mache. Auch das wird die Versorgungsstrukturen in Österreich beeinflussen. Die Art der Therapie wird es beeinflussen. Wir haben das ja auch bereits bei den Operationen erlebt, die weniger invasiv sind, die eine Knopflochchirurgie ist. Auch das bedingt einen kürzeren Aufenthalt. Operationen werden besser verträglich. Danke, Professor Hilbe. Es gibt, soweit ich das sehen kann, doch, es gibt eine Frage, also eigentlich eine Antwort auf die Frage von Herrn Greiner. Danke vielmals an Karin Egler und Wolfgang Hilbe. Es ist keine weitere Frage mehr im Chat, soweit ich das sehen kann. Es gibt noch einige Minuten Zeit, wo Sie uns Ihre Fragen stellen können. Solange wir keine Fragen haben, würde ich vielleicht um jeweils ein Abschlussstatement der einzelnen Expertinnen bitten wollen. Vielleicht, Frau Dr. Hackl, darf ich mit Ihnen beginnen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Initiative und über die Einbindung von Statistik Austria. Es ist für uns immer sehr wichtig, die Daten allgemein präsentieren zu können. Und es ist einfach notwendig, wie es der österreichische Krebsreport macht, einen Gesamtblick auf das Krebsgeschehen in Österreich zu werfen, von der statistischen Seite, von der medizinischen Seite, von der Patientinnenseite. Und das ist das, was diesen Bericht so auszeichnet. Und ich freue mich darauf, dass wir auch nächstes Jahr wieder einen zustande bringen werden. Danke.
Vielen Dank dafür. Vielleicht Professor Gerger, Armin, dass du dein Resümee noch ziehst unter ein Jahr Arbeit am österreichischen Krebsreport. Dann muss ich mich zuerst mal bei allen bedanken, die hier aktiv unterstützt haben. Und ich glaube, die Kommunikation hat exzellent funktioniert. Kommunikation auch weit über die Disziplin Onkologie hinaus, alle assoziierten Disziplinen, alle anderen Fachgesellschaften, die, und das wurde vorhin schon öfters genannt, beteiligt sind in der Betreuung von Krebspatientinnen und Patienten. Und ich glaube, dass wir sozusagen hier eine Publikation erschaffen haben, die sozusagen wissenschaftlich fundiert ist, die einen sehr guten Überblick über das Krebsgeschehen in Österreich liefert und die uns sozusagen nachhaltig dienen soll, um eine sehr gute Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Krebs einerseits sicherzustellen, andererseits auch zu verbessern noch. Danke, Professor Gerger. Frau Dr. Egler, vielleicht wollen Sie noch ein Schlussstatement geben? Ja, vielen Dank. Es war natürlich auch eine große Ehre, eingeladen zu werden, beim ersten österreichischen Krebsreport mitzuarbeiten, und möchte mich auch im Namen der Gesundheit Österreich recht herzlich dafür bedanken. Die Ehre war es, es war viel Arbeit, aber ich denke, wir sind in dem einen Jahr von unserem Redaktionsteam her zusammengewachsen, und ich glaube, es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel neue Erfahrungen gemacht und wir haben sehr, sehr viel diskutiert, und das ist etwas, was einem natürlich auch in dem Bereich ein bisschen den Horizont erweitert, und ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für diese wirklich tolle Zusammenarbeit bedanken und letztendlich vor allem beim Armin Gerger, der das alles so wunderbar zusammengehalten hat und so gut strukturiert hat, dass es sehr fein war. Trotz manchmal ein bisschen später Stunde war es immer eine tolle Erfahrung. Danke. Vielen Dank. Vielleicht Professor Sewelder, noch Ihre Abschlussworte, Ihr Abschlussstatement. Ich glaube, dass der österreichische Krebsreport, dieser erste Krebsreport und die weiteren, die folgen werden, sehr klar zeigt, dass es nur gemeinsam geht. Und da würde ich den Bogen über die Medizin in die große Politik hineintragen wollen. Großes und Gutes bewirkt man, wenn man möglichst alle ins Boot holt und gemeinsam schwierige Dinge macht. Und die Pandemie wäre dafür ein echt wichtiger Bereich, und weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich finde, hier könnte die Politik vom Krebsreport noch einiges lernen. Gemeinsam ist besser als einsam, und da kann man sehr, sehr viel bewegen. Ich war sehr positiv auch überrascht zu sehen, wie breit gefächert und wie hoch der Standard ist, der in Bezug auf Betreuung der krebskranken Patientinnen und Patienten, und wenn dieser Krebsreport dazu führt, dass diese Betreuung noch besser wird, dann ist ein ganz wesentlicher Schritt gelungen. Und das wünsche ich mir. Vielen Dank. Professor Hilbe hat den Anfang gemacht, und ich darf ihm jetzt auch das Mikrofon und die Worte zum Abschluss geben. Professor Hilbe, bitte um Ihr Resümee. Ja. Ich könnte das alles nur wiederholen, was Sie alle schon gesagt haben. Tolle Zusammenarbeit, faszinierendes Team, das sich hier gefunden hat. Faszinierende Daten, die zusammengetragen worden sind, spannende Diskussionen. Warum brauchen wir das? Ich glaube, man muss zurückkehren zur Vision. Die Onkologie wird komplexer, wird sehr viel komplexer. Viele neue Medikamente, viele neue Möglichkeiten, große Herausforderungen im interdisziplinären Management. Wir brauchen viel mehr Kommunikation, viel mehr Netzwerk-Know-how, um Qualität sehr einfach zum Patienten zu bringen. Und der Krebsreport soll hier eine Basis sein. Eine Basis sein, wie Wissen zusammengeführt wird, wie vernünftige Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden, damit wir diese Innovation auch zum Patienten bringen können. Das ist unsere Vision, deshalb haben wir das gemacht. Deshalb arbeiten wir an diesem Projekt weiter. Wir werden in den kommenden Jahren an Schwerpunktthemen, spezifische Problempunkte auch in der Onkologie
in der onkologischen Versorgung darstellen. Wir werden sie fundiert darstellen. Wir werden Fakten, Zahlen, Daten liefern. Wer daraus was macht, ist eine andere Frage. Das obliegt dann den Stakeholdern in der österreichischen Gesellschaft, die in der Abwägung der Interessen unserer Gesellschaft die vernünftigen Entscheidungen treffen. Wir möchten einen wesentlichen Beitrag dafür leisten. Wir möchten eigentlich, dass die hohe Qualität der Versorgung, die auch in der Pandemie gelungen ist, weiterhin erfolgreich möglich ist. So danke ich Ihnen als Zuhörer. Ich danke Ihnen, die vielleicht diese Information nach außen tragen. Ich danke natürlich unserem Team. Es hat viel Spaß gemacht, viele spannende Diskussionen. Und ich glaube, das merken Sie auch in der hohen Motivation, die wir hier alle haben, mit der wir das alles getrieben haben. Und darf nun zurückgeben an Frau Kiefhaber, die gemeinsam mit dem Walter Feutl hier das moderieren und die beide auch, also hier die eine wichtige Kommunikationsdrehscheibe für diesen Report waren. Und noch einmal danke an alle. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich könnte alles nur wiederholen, möchte mich bei allen bedanken. Aber wir haben in der letzten Redaktionssitzung vor Print und in der ersten Redaktionssitzung für den Krebsreport 2023 festgestellt, dass dieser Krebsreport ein Jahr lang ausschließlich über Online-Treffen funktioniert hat. Und das hat uns schon ziemlich fasziniert, auch was möglich ist, wenn man alle 2 Wochen über mehrere Stunden zusammenkommt und dazwischen fest arbeitet. Also das habe ich so aus der Pandemie gelernt, was alles möglich ist, wenn es nur online geht. Lieber Walter. Vielen Dank, Doris. Dann mache ich tatsächlich den Abschluss. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit, für die rege Beteiligung. Ich hoffe, dass Sie interessante Lektüre beim Bericht des Krebs, beim Krebsbericht, beim Krebsreport haben. Ich freue mich mit dem gesamten Redaktionsteam, wenn wir uns alle im kommenden Jahr rund um den Weltkrebstag im Februar 2023 wieder treffen. Vielleicht dann nicht nur virtuell, sondern auch die Möglichkeit haben, uns persönlich gegenüberzusetzen. Und dann werden wir den nächsten Krebsreport Ihnen gerne vorstellen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie im Anschluss Fragen an die einzelnen Teilnehmer haben, können Sie uns gerne direkt kontaktieren. Wir werden versuchen, Gespräche mit den Gesprächspartnerinnen zu vermitteln. Ich danke Ihnen ganz herzlich.